hoch in den Mast. Was für fitte Extremsportler wie Boris Herrmann schon eine Herausforderung ist, als er während der aktuellen Vendée Globe mitten auf dem Atlantik unter Segeln bis zum Masttop klettern muss, bedeutet für viele, in Anführungsstrichen normale Segler, ein unüberwindbares Hindernis. Und das, obwohl der Höhenunterschied zwischen dem Mast eines Open 60 und dem einer gängigen Fahrtenjacht gewaltig ist. Dabei sollte es jeder können. Nicht nur, um tolle Fotos zu schießen, sondern auch und vor allem, um etwas klarieren oder reparieren zu können. Sicherheit hat dabei oberste Priorität. Kollege Bolle hat sich derweil fertig angezogen. Hier kommen unsere Tipps, wie es mit dem Aufstieg sicher klappt. Zur Personensicherung gehört natürlich erstmal das richtige Geschirr, in das ich mich setze. Da gibt es im Prinzip nur zwei wirklich sinnvolle Varianten, wie hier ein Bootsmannstuhl oder ein Klettergurt, die es speziell für Segeln, aber auch aus dem Bergsteigerbereich gibt. Den zeigen wir nachher nochmal. Jetzt zum Bootsmannstuhl. Eben nicht nur ein Brett mit zwei Leinen oder einen doppelten Palsteg mit zwei Schlaufen, wo man sich reinhängt. Das ist erstens alles unsicher, man kann rausrutschen. Und vor allem alles, was man mit Leinen macht, schnürt man sich so schnell ab, das kann man alles vergessen. Also ein vernünftiger Bootsmannstuhl. Und vernünftig heißt sowas Ähnliches erstmal wie hier, dass man bequem sitzt, dass man sich auch erstmal so bequem wie möglich reinsetzt, auch so weit wie möglich nach hinten rutscht, weil die Beine werden einem immer relativ schnell lahm, wenn auch der, wie hier, kein Fußgurt hat, wo man die Beine abstellen kann. Also bequem reinsetzen und dann, wie dieser hier, dass der halbwegs ohnmachtsicher ist. Der hat hier noch zwei Schultergurte. Und wenn ich jetzt ohnmächtig werden sollte, liege ich hier immer noch relativ sicher drin. Habe vor allem auch hier unten zwei Beingurte. Ich kann weder nach unten rausrutschen, noch nach oben. Das ist eben wichtig, wenn jemand bewegungsunfähig hier drin hängt, dass er immer noch sicher hängt. Wenn man dann den Bootsmannstuhl angelegt hat und natürlich hoch muss, muss das mit einem der Fallen passieren. Je nachdem, wo es zu tun ist, entweder mit einem Großfall oder eben mit einem Gennaker-Fall oder Spinnaker-Fall. Vorher kann es sinnvoll sein, das ganze Fall einmal durchzuziehen. Das heißt, komplett nach unten zu ziehen und zu gucken, ist das eigentlich heil oder ist da irgendwas. Es gab schon Fälle, da wurden Leute in Masten geleiert und plötzlich kam ein Tagling mitten im Tauwerk zum Vorschein, wo das eben gestückelt wurde. Da bleibt einem natürlich erstmal das Herz stehen. Also erstmal das Fall checken, ist das überhaupt okay. Dann das Fall am Bootsmannstuhl festmachen und zwar nicht mit irgendwelchen Schäkeln, schon gar kein Schnappschäkeln. Wenn überhaupt, auch nicht solche hier so schnell Öffnungsschäkel, wenn überhaupt mit Schraubschäkeln, aber auch die nicht, sondern das Fall selbst mit einem Palsteg in die entsprechende Vorrichtung am Bootsstuhl reinschrauben. Das hat den Grund, dass eben so ein Schäkel brechen kann, der kann aufgehen und dann segelt man runter. Also das Fall selbst am Bootsmannstuhl festmachen. Zusätzlich sollte immer eine zweite Sicherung angebracht werden. Die Person also mit einem zweiten Fall gesichert werden, falls mit dem ersten Fall was passiert. Und da gibt es im Prinzip zwei unterschiedliche Meinungen oder Philosophien, wie man das machen sollte. Hier haben wir das zweite Fall, das ist das Gennaker-Fall. Das muss natürlich einmal, wenn wir jetzt hinterm Mast hochgehen, am Großfall, muss das einmal komplett um Mast rum. Das kann man sich mit so einem sogenannten Feuerwehrrettungsknoten am Körper festmachen. Den zeigen wir auch nochmal extra. Oder aber wie hier, ich habe hier ein Lifebelt angezogen und habe das auch wieder hier geknotet mit einem Palsteg durch den Lifebelt. Das heißt, wenn dieses ganze Gerüst hier irgendwie bricht und ich absause, das zweite sollte immer gut mit durchgeholt werden, nicht 3 Meter lose hängen, denn wenn man 3 Meter erstmal in die Tiefe fällt und dann hier so einruckt, sind die Rippen wahrscheinlich durch. Aber egal ob mit dieser Geschichte oder mit dem Feuerwehrrettungsknoten, derjenige hängt noch. Es ist alles besser, lieber ein paar gebrochene Rippen und ein paar Quetschungen und Abschürfungen, als von 16 Meter hier runter aufs Deck zu segeln. Also die zweite Sicherung, entweder um den Körper, und zwar dann um den Körper, wenn man kein Vertrauen in diesen Stuhl hat. Und was ja oft auf Charterjachten ist, die Dinger liegen jahrelang in der Bugskiste, wenn überhaupt nicht benutzt, liegen da ein Salzwasserrotten vor sich hin, die Nähte, wer weiß, was damit ist. Also wenn man da kein Vertrauen hat, dann die Sicherung auf jeden Fall um den Mann, da ist man extra gesichert. Man kann aber auch die zweite Sicherung
mit hier oben in den Bootsmannstuhl reinmachen. Und wenn man eben Vertrauen dazu hat, wenn es vielleicht ein professioneller Gurt, Klettergurt sogar ist oder so, dann geht das auch. Meine Meinung ist, ich würde immer empfehlen, am Mann zu sichern, die zweite Sicherung, weil dann habe ich den auf jeden Fall hängen. Was man auch machen kann, ist im Prinzip mit dem Fall durch den Bootsmannstuhl hier oben gehen, da einmal am Bootsmannstuhl sichern und zusätzlich nochmal das alles, was ich hier anhabe, und dann da sichern. Denn wenn mir dann entweder das Fall bricht, dann hänge ich immer noch am Bootsmannstuhl mit dem zweiten Fall. Sollte mir der Bootsmannstuhl brechen, hänge ich immer noch hier dran. Also deswegen diese doppelte Personensicherung ist absolut wichtig. Zur Personensicherung gehört auch, dass man möglichst vermeidet, dass die Person im Mast hin und her pendeln kann. Da reichen schon kleine Motorbootwellen, die hier einer macht, der vielleicht in Verdrängerfahrt vorbeifährt. Das potenziert sich natürlich, das bisschen Schaukeln der Yacht potenziert sich da oben bis zur Maststütze, teilweise bis zu mehreren Metern. Und wenn man da hin und her schwingt, kann das auch zu bösen Verletzungen eben führen. Deswegen auch schon theoretisch im Prinzip beim Hochwinschen in den Mast einmal eignet sich so ein Sicherungsgurt hier, den man sowieso ja an der Rettungsweste oder so hat, eignet sich ganz gut. Einmal um Mast rum, zack, muss man dann bei der Saling umstecken und eventuell bei den Unterwanden nochmal aufpassen. Aber kann man hier, wenn man den schon mal so wie jetzt drin hat, schon mal relativ weit, kann einem schon mal nicht, ich kann nur nach hier maximal ausschwingen. Ich komme nicht groß weg vom Mast. Das erhöht schon mal die Sicherheit. Wenn man dann oben ist und hat seine Arbeitsposition erreicht, kann man den auch verkürzen. Wenn es reicht, eben zweimal um Mast legen oder halt einen halben Schlag in den Gurt reinmachen. Der hat ja nicht wirklich was zu halten. Der soll ja nur diese Schwingbewegungen dämpfen. So, wenn ich den jetzt so habe, sieht man schon im Vergleich zu eben, hier geht schon kaum noch was. Also es ist nichts blöder, als eben da oben unkontrolliert durch die Gegend zu schwingen. Wenn man nach oben muss auf See beim gesetzten Großsegel, geht das natürlich nicht mehr hier, weil das Segel in der Führung ist, in der Keep ist und man sich da nicht mehr sichern kann. Da ist eine zweite Methode, einen zweiten Tampen zu haben, so wie hier, der bis nach unten reicht. Und den dann unten irgendwo an Deck durch eine Rolle zu ziehen oder direkt auf eine Klampe zu belegen, sodass auch da einmal von oben die Last und dann von unten gezogen. Gerade wenn man so auf halbem Wege hängt oder so, auch da werden die Schwingbewegungen dann gedämpft. Bevor man in den Mast geht, sollte man sich genau überlegen, was man da eigentlich machen will und natürlich, welches Werkzeug man da oben braucht. Denn wenn man erstmal oben ist, ist es meistens ein bisschen schwieriger, etwas hinterherzugeben. Deswegen zum Thema übrigens gleich hinterhergeben, ist es sehr schlau, sich eine längere Flaggenleine mitzunehmen. Sowas wie hier halt, die natürlich von oben bis unten reichen muss. Wenn man dann was vergessen hat, kann man die von oben runterlassen, Werkzeug in Eimer packen und mit dem Eimer hochziehen. Oder man hat halt Werkzeug verloren, es ist mit ordentlich Karacho auf dem Deck aufgeschlagen. Deswegen, wenn da oben ist, hier auch aus diesem Gefahrenbereich die Person unten an Deck möglichst rausgehen, dann kann man sich das so wieder hochholen. Damit das allerdings gar nicht erst passiert, dass man da was verliert, sind auch, wenn man nicht solche Taschen hat, wie eben gesehen, kann man sich auch einen festeren Beutel nehmen, den sich hier ranhängen, da das Werkzeug drin. Nicht hier, wenn man solche Cargo-Taschen hat oder so wie hier, nicht in diese Taschen. Weil man hat schon gesehen, man kommt auch mal leicht in so eine Lage, wenn die dann nicht richtig schließt, offen ist, fällt einem hier alles raus. Deswegen lieber in so einen Beutel rein, das nötige Werkzeug und auch das Werkzeug selbst nochmal extra mit einem Benzel gesichert. Weil wenn man da erstmal oben ist, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Man ist vielleicht erstmal schon mal mitgeklettert, da kommen wir aber noch dazu. Um da hochzukommen, dann sind die Arme schon mal blau, alles ist zittert, dann hängt man da oben, guckt vielleicht noch mal runter, sieht erstmal, wie hoch man hängt. Dann kommt noch ein bisschen Angst dazu, die Beine werden noch lahm. So, und jetzt soll ich hier mit so einer Zange mit zitternden Fingern noch irgendwas machen, im Frühjahr, Herbst, wenn es kalt ist auch noch. Fingerklamm, die fällt mir außer Hand, deswegen, wenn die hier so wie hier noch mal extra an einem Benzel gesichert ist, kann nichts passieren. Dann hängt die hier halt, ich habe sie wieder im Griff. Und da sind solche Gummibenzel auch ganz gut, weil wenn ich die Länge nicht richtig mir ausgemessen habe, das gibt halt nochmal ein Stück nach, dann reicht es eben, um anzukommen.
Beim Klettern Handschuhe auf jeden Fall an. Man hält sich ja hier an Wanden und überall fest. Wenn da mal ein kleiner Fleischhaken ist oder so, ist unangenehm. Bei den Handschuhen würde ich immer empfehlen, solche wie hier mit abgeschnittenen Fingern, denn gerade oben, wenn man mit Schrauben am Windex nochmal den einrichten, irgendwas machen muss, hat man die Fingerspitzen frei, muss sich nicht erst einen Handschuh ausziehen oder so und hat trotzdem die Hände gut geschützt. Zur Sicherheit gehört natürlich einmal, dass man die Person, die man hochzieht, vernünftig im Mast sichert, dass man aber auch unten die Sicherung vernünftig führt und die Person, die absichert, auch weiß, was zu tun ist. Und relativ wichtig auch, dass man sich abspricht, die Kommandos, weil Zurufen kann teilweise nicht mehr funktionieren, wenn man ganz oben ist, die anderen Masten heulen, weil Wind ist meinetwegen, hört man den nicht mehr. Und die einfachsten Handzeichen sind halt Stopp, Hoch, oder runter, für hoch kann man auch so machen, für kurbeln, für runter eben auch so abseilen, wobei so auch wieder schlecht heißt, also lieber vielleicht den Finger runter, Stopp auf jeden Fall immer so. Wenn gar nicht anderes geht, Stopp, auch rufen, schreien zur Not, damit unten gehört wird. Das heißt aber auch, dass die Person, die unten bedient, immer, wenn sie irgendwas macht, immer die Person oben im Mast mit beobachtet, was da gerade passiert. Nicht einfach unten vieren oder einfach immer dicht holen und man hat die Person schon um die Saaling gewickelt im Prinzip. Also immer gucken, was da oben passiert. Die Person im Mast kann natürlich auch immer ein bisschen mithelfen, denn je nachdem, wie groß da hinten die Winschen sind und wie viele Leute da sind und wie viel Kraft da ist, kann es sehr, sehr anstrengend sein, hier jemanden wie mich mit Klamotte so 85 Kilo hochzukriegen. Ist ein bisschen mehr, kann da hinten sehr, sehr schwierig werden. Deswegen kann man versuchen, hier mitzuhelfen, hier ein bisschen erstmal sich selbst stabilisieren natürlich, hier an den Unterwanden ein bisschen mit hochziehen, versuchen mit den Füßen mitzuklettern, aber man sieht schon, man kommt hier sehr schwer rum. Das ist nur sehr bedingt möglich und außerdem muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein. Also wer jetzt kein geübter Kletterer ist, ist dann auch ganz schnell kaputt, wenn er da oben nämlich ist, so in 16 Meter oder mehr Höhe. Das jetzt hier hochzuklettern und dann sind die Arme eben lahm und dann noch irgendwelche vielleicht feinfühligen Sachen sogar zu machen, kann recht schwierig werden. Deswegen lieber die Apparatur unten oder vielmehr die Umlenkung unten auf die Winschen und was man da so machen kann, das vernünftig machen, sodass derjenige, der hier im Mast ist, der hat den Mistjob tatsächlich. Welche fangen einem so langsam an, die Beine abzusterben und so. Kommt vielleicht ein bisschen Angst dazu, dass der möglichst entlastet ist, der hier drin ist. Und die Crew unten hat ja eigentlich den Lazy-Job. Sobald der oben ist, kann sie sich einen Kaffee machen. Nein, natürlich nicht, da kommen wir gleich zu. Aber die kann sich unten entspannen, wenn man hier den eigentlich stressigen Job hat. Wer fit ist, mitklettern. Wer nicht, kann die Arbeit denen da unten überlassen. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, auf die man zuerst kommt, das Fall direkt über die Hebelklemme auf die Fallwinsch zu legen. Die sind jedoch meistens auch die kleinsten Winschen an Bord. Und es kann extrem schwer sein für denjenigen, der da kurbelt, jemanden hochzukriegen. Deswegen kann es deutlich einfacher sein, wenn man das Fall umlegt. Zum Beispiel auf die größere Genua-Winsch. Dort kann man meistens mit viel, viel weniger Kraft die Person hochleiern und sogar ergonomischer, weil man nicht unterm Aufbau arbeiten muss oder so, kann sich vernünftig hinstellen und entsprechend da viel, viel leichter arbeiten. Wenn das Fall durch einen Fallenstopper läuft, der sollte natürlich zu sein während der ganzen Zeit. Sollte die Fallwinch zu klein sein und man will mit dem Fall auf die Genua-Winch, aber die Winkel stimmen nicht hinten, wie gezeigt, dass es Überläufer gibt oder ist es sogar was im Weg, irgendwelche Scheiben oder die Ecke vom Kajütaufbau oder so, dann kann man sich auch behelfen und direkt von hier auf die Genua-Winch gehen. Das heißt, direkt vom Mast kommt, das Fall nehmen. Eventuell muss man es ausscheren aus der Hebelklemme und aus der Winch vorne, direkt hier sich holen. Und entweder hier auf der Fußreling oder auf verschiedenen extra Block installieren oder den bestehenden Block von vorne nehmen. Den kann man sich ja auch hier hinnehmen, das Fall durch und direkt nach hinten auf die Winch gehen. Da hat man natürlich am wenigsten Reibung, auch weniger durch die Umlenkung und so weiter. Ein großer Nachteil allerdings, ich habe keine Hebelklemme dazwischen. Das heißt, Sicherung
umso mehr. Derjenige, der da unten sichert, sollte da die Winch nicht mehr verlassen, dass da keiner irgendwie mal auf die Idee kommt, irgendwas loszuschmeißen. Wenn die Person oben angekommen ist, ist es ganz gut, vor die Winch auf das Fall einen halben Schlag zu machen. Das ist erstens eine zusätzliche Sicherung, falls es doch irgendwie abrutschen sollte, das Fall. Und außerdem sagt diese Anordnung jedem anderen Crewmitglied, Finger weg, hier ist was los. Also überall, wo eine Winch so belegt ist, auch bei anderen Arbeiten, heißt es immer, erstmal gucken, was mit diesem Fall da passiert ist. Dieser halbe Schlag hat eine Bedeutung. Wenn die Person im Mast wieder abgeseilt werden soll, kann das einerseits Hand über die Winch passieren. Besser ist aber, die Person unten legt sich das Fall wie die Bergsteiger einmal um den Körper. Das hat den Vorteil, dass wenn meinetwegen zu schnell abgeseilt wird und das wird heiß an den Fingern, dann ist die erste Reaktion immer natürlich, die wir haben, wow, loslassen. Das heißt aber, die Person oben schmiert ab. Hier wäre die Möglichkeit eben noch, dass der Körper noch einen gewissen Widerstand bietet, eben dadurch, dass es um den Körper rumgeführt ist und man auch kontrollierter abfieren kann. Oder aber die Möglichkeit auch, dass die Person unten gegen den Niedergang jetzt quasi gedrückt wird, gegen den Aufbau da gedrückt wird und trotzdem noch oder den Halt verliert und trotzdem noch den Tampen sichern kann. Wenn man den nur in den Händen hat und will sich plötzlich abstützen, weil eine komische Bootsbewegung da ist, das Fall rutscht von der Winch oder so, man hat immer noch mal diese zusätzliche Sicherung. Es ist auch wichtig, eben erst das so herzustellen, dass das Fall um Körper liegt und dann erst die Sicherung abzunehmen vom Self-Tailer und eben die Hebelklemme aufzumachen. Erst wenn man immer weiß, ich habe ihn auf jeden Fall sicher, dann die Sicherungen wegnehmen. Und dann zügig, aber nicht zu schnell ablassen. Meistens ist es für die Person im Mast angenehmer, wenn das Abseilen zügig passiert. Das zusätzliche Fall, was zur Sicherung ist, das muss jetzt theoretisch mitgeführt werden. Hier ist es das Spiefall, das haben wir hier zweimal um die Winch gelegt. Das läuft jetzt mit, das hat noch einen gewissen Widerstand, aber natürlich beim Ablassen jetzt nicht mehr die volle Sicherungswirkung. Will man die haben, muss das von einer zweiten Person geführt werden. Eine weitere Möglichkeit, eine Person in den Mast zu kriegen mit relativ wenig Aufwand und sogar relativ schnell, ist das sogenannte Einfallen ins Großfall oder auch Vorheißen. Braucht allerdings drei Personen. Eine Person hier am Mast, möglichst kräftig. Je schwerer die Person ist, die hochgezogen wird, umso kräftiger natürlich. Und unten hinten einer an der Fallwinch, der die Lose aus dem Fall zieht. Wie das funktioniert, zeigen wir jetzt mal. Let's go! Die Fallklemme im Cockpit muss dabei natürlich geschlossen sein. Schneller abziehen. Ja, ja, auch noch ungeduldig, der Lars. Wichtig dabei bei der Person am Mast ist, nicht aus den Armen mit Kraft ziehen oder so, sondern mit dem Körpergewicht, Andreas, zeig nochmal, mit dem Körpergewicht sich reinlegen, den Körper arbeiten lassen. Und es ist auch sehr wichtig, dass sobald die Person loslässt, dass schnell hinten an der Winch auch mit Kraft einmal die Lose rausgeholt wird, sonst war das Ganze holen umsonst, wenn es alles wieder in den Mast reinläuft. Eine Alternative zum Lifebelt, den wir vorhin gesehen haben, wenn man die Person direkt am zweiten Fall sichern will und nicht am Bootsmannstuhl festmachen will. Wenn man den Lifebelt jetzt nicht hat, kann man natürlich auch direkt die Person am Fall sichern. Da könnte man jetzt einfach einmal durch, hier einen Knoten drauf, fertig. Aber das ist, blöd ist das sowieso, davon mal ganz ab. Es schnürt immer richtig ein, es wird auch zur Abschiffung kommen. Hier kann ich aber theoretisch rausrutschen in Ohnmacht oder wenn es schwingt. Dann kann man hier rausfallen, dann nützt mir die Sicherung nichts. Deswegen kann man hier den sogenannten Feuerwehr-Bergeknoten nehmen. Das heißt, einmal das Fall um den Hals legen, hinterm Rücken die beiden Enden kreuzen und wieder nach vorne holen. Und jetzt brauche ich hier ein bisschen länger. Jetzt hier den Palsteg rein. Ist jetzt ein Ticken zu kurz geworden. So.
Zack, jetzt kann man das Ende hier noch mit rummachen, wenn man will. Das ist eine zusätzliche Sicherung, nochmal eine kleine. Und jetzt sieht man hier halt, dass es hier um die Schultern ist. Hier hinten gekreuzt. Ist schon übrigens nicht mehr ganz so unbequem, wie es eben noch war. Wenn man jetzt hier drin hängt halt, der kann nicht raus. Man kann nicht rausfallen. Man wird hier Blutergüsse haben, Abschürfungen, Rippe vielleicht durch. Aber man hängt absolut sicher. Hier kommt man nicht raus. Ja, Alternative zum Bootsmannstuhl sind solche Klettergurte hier. Die gibt es im Bergsteigerbedarf, die gibt es aber auch speziell für Boote entwickelt. So wahnsinnig werden sie sich nicht unterscheiden. Die haben einen ganz großen Vorteil, wenn man in Charterurlaub fährt zum Beispiel, dann die Dinger sind sehr leicht. Die wiegen kaum was, nehmen kaum Platz im Gepäck weg. Also so ein Teil kann man immer mal mitnehmen, nicht nur wenn man in Mast will, um was zu reparieren, sondern auch wenn man mal vielleicht sogar für ein schickes Foto, eine schöne türkise Bucht, die man hat, mal von oben die Leute im Wasser fotografieren oder so, da kann man sich mit so einem Ding auch mal bis zur ersten Saling oder so hochziehen lassen. Dafür nehmen die eben wenig weg, wenn man ein bisschen Spielchen treiben will, Spinnaker fliegen oder die Kiddies am Spinnakerbaum raushängen, wenn Flaute ist, im Hafen so ein bisschen spielen oder bei ganz wenig Wind. Also dafür sind die Dinger ganz gut. Haben auch im Prinzip wenig Nachteile gegenüber dem klassischen Bootsmannsstuhl, außer dass sie nicht ohnmachtsicher sind. Wenn man sich den richtig gut passend kauft und einstellt, hat man sogar für die Beine oftmals ein bisschen mehr Komfort, weil man hier den Halt einstellen kann. Aber man hat null Halt im Rücken und wenn man da einmal ins Taumeln gerät, kann das böse ausgehen, weil man sich komplett einmal drehen kann. Also man kann in den Gurten auch kopfüber tatsächlich hängen. Und ja, das muss man wissen. Entsprechend muss man sich sichern. Der hängende Punkt ist also relativ tief. Das sieht man hier schon. Dafür habe ich hier besseren Halt mit den Beinen. Also es ist so ein Pro und Contra. Man kann sich hier auch noch einen Gurt rummachen, hier wieder rangehen. Dann hat man so ein bisschen Ohnmachtssicherheit. Aber wie gesagt, das ist so eher die Leichtgewichtsalternative für den Urlaub. Im Regattasport allerdings ist das Ding Standard. Da haben die Vorschiffsleute das permanent an, um eben schnell mal hochzugehen in Mast. Wenn der Spielbaum nicht auszuklinken ist, raus und zack. Also die Dinger sind eben, weil sie leicht sind, weil sie vor allem viel Bewegungsfreiheit lassen. Das ist auch ein Aspekt übrigens noch. Wenn man mitklettern will, hat man beim Bootsmannstuhl immer das Problem, bei der Kletterbewegung rutscht man relativ doll raus. Dann sitzt das Brett hier in der Falte vom Gesäß und drückt da ziemlich stark rein. Und das passiert hier eben nicht. Hier kann man wie ein Äffchen mitklettern und hat ihn noch genauso an, wie man ihn unten angelegt hat. Mit diesen Tipps solltet ihr jetzt sicher in den Mast und wieder runterkommen. Wie immer gilt, trainieren, bevor der Ernstfall auch bei schwierigeren Bedingungen mal eintritt. Wenn ihr eher einhand unterwegs seid, dann haben wir noch einen anderen Tipp. Schaut euch mal den Film an, in dem wir Aufstiegshilfen für Solokünstler getestet haben. Halt! Das Genacker fällt.